Heute stelle ich euch wieder eins meiner absoluten Lieblingsspiele vor, nämlich die Quacksalber von Quedlinburg. Ich sage euch, wie das Spiel gespielt wird und nenne euch 5 Gründe, warum ich das Spiel so klasse finde. Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und ich stelle euch heute wieder eins meiner absoluten Lieblingsspiele vor. Und zwar ist es diesmal die Quacksalber von Quedlinburg, ein Familienkennerspiel aus dem Jahre 2018. Autor ist Wolfgang Warsch, ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Und in die Quacksalber von Quedlinburg schlüpfen wir alle in die Rolle von Wunderheilern, von Quacksalbern, die in Quedlinburg auf dem Markt verschiedene Tränke brauen und die an die Leute verkaufen. Und da hauen wir natürlich die verschiedensten Zutaten rein. Ob die Sachen wirklich so gut wirken, das weiß man ehrlich gesagt nicht so genau, aber wir kriegen trotzdem dafür Geld und Siegpunkte. Und das Ganze funktioniert über einen sehr interessanten Backbuilding-Mechanismus, bei dem wir in unserem Beutel verschiedene Zutaten reinwerfen, im Laufe des Spiels auch mal weitere dazu kaufen und dann immer blind rausziehen und diese Sachen in unserem Kessel verbauen und dadurch total tolle Effekte triggern und versuchen halt möglichst viel da reinzuschmeißen. Aber ganz wichtig, wir müssen halt versuchen, das Ganze zu machen, ohne dass uns der Kessel um die Ohren fliegt. Denn wenn wir eine gewisse Menge an Knallerbsen rausziehen und nicht früh genug aufhören, dann geht das Ganze leider total schief und dann kriegen wir nur die Hälfte der Belohnung. Ist wirklich ein wundervolles Familienspiel, sehr gut auch so zum Einsteigen. Damit holt man ganz, ganz viele Leute ab und ich nenne euch jetzt 5 Gründe, warum ich das Spiel so klasse finde. Der erste Grund, warum mir die Quacksalber von Quedlinburg so gut gefällt, ist tatsächlich das Thema. Und zwar mag ich sowieso sehr gerne Sachen zusammenmischen, so diese Richtung Alchemisten und wir brauen aus irgendwelchen geheimen Zutaten irgendwelche Tränke zusammen. Und das Ganze ist hier auch noch auf eine selbstironische Art und Weise dargestellt, weil es vollkommen klar ist, dass wir hier den totalen Mist zusammen brauen, aber das ist auch egal. Also da steht der Spaß an oberster Stelle und was mir richtig gut gefällt, ist, wie das Thema auch mechanisch umgesetzt ist. Jeder hat halt wirklich einen Kessel vor sich und da baut man dann seine Zutaten ein. Wir ziehen die aus einem Beutel, wissen also ungefähr so, was wir alles mitgebracht haben, aber nachdem wir ein bisschen unaufmerksam sind, greifen wir doch immer blind rein und wissen auch nicht, was wir als nächstes dann da reinschmeißen, ob es eine Kreuzspinne ist oder eine Alraune oder ein Kürbis und ob das Ganze dann unseren Trank eher verbessert oder verschlechtert. Und dass man wirklich haptisch genau das tut, was wir in dem Spiel machen, nämlich wir greifen in diesen Sack, wir nehmen die Zutaten raus, wir schmeißen die in den Kessel und wir sehen auch wirklich, wie der Kessel sich langsam füllt. Das macht total Spaß und das bringt einem auch gleich so eine richtige Immersion dieses Themas und das holt einfach auch alle sofort ab. Der zweite Grund hat mit der zentralen Spielmechanik zu tun. Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir eben in diesem Beutel da Zutaten verwahren, dass wir die dann rausziehen und in unseren Kessel einbauen und dass wir eben versuchen wollen, an der richtigen Stelle zu stoppen, bevor uns der Kessel um die Ohren fliegt. Nun ist es so, dass wir am Ende jeder Runde ein paar Siegpunkte bekommen und auch etwas Geld und mit diesem Geld können wir neue Zutaten kaufen. Die packen wir dann in unseren Beutel rein und haben dann quasi ab der nächsten Runde mehr Zutaten und andere Zutaten, auch eine andere Kombination zur Verfügung. Was wir dann wirklich rausziehen, ist immer noch ein bisschen dem Glück überlassen, aber natürlich können wir der Wahrscheinlichkeit auf die Sprünge helfen, indem wir halt möglichst viele Sachen von einer Sorte kaufen und dann natürlich einfach die Chance größer ist, dass wenn wir in den Beutel reingreifen, wir dann zum Beispiel ein oranges Plättchen ziehen. Sehr schön an dem Ding ist, dass wir hier auch unterschiedliche Strategien verfolgen können. Also es gibt am Anfang des Spiels dann 5 verschiedene Zutaten. Es kommt dann auch in den weiteren Runden noch eine 6. und eine 7. dazu. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die beziehen sich teilweise auch aufeinander. Also dass man zum Beispiel, wenn man rote Chips sich holt, idealerweise auch ganz viele Orange haben sollte, weil die einfach gut miteinander funktionieren und harmonieren. Und so können wir uns tatsächlich in unterschiedliche strategische und taktische Richtungen entwickeln. Wir können uns also wirklich überlegen, welche dieser Zutaten wollen wir da reinnehmen und die so zusammenstellen, dass die miteinander auch gut funktionieren. Das Ganze nennt sich Backbuilding oder Poolbuilding, also weil wir quasi den Inhalt unseres Beutels so langsam aufbauen. Und das macht total Spaß, weil man auch in jeder Runde ein bisschen was anderes machen kann. Was auch sehr, sehr schön ist an dieser grundsätzlichen Mechanik, ist, dass wir alle gleichzeitig spielen. Das heißt, wir haben keine Runden, wo immer einer am Zug ist und die anderen gucken dann zu, ah, was macht der Nächste als, hier in seinem Zug, sondern wir sind alle gleichzeitig dran. Alle greifen gleichzeitig in der einen Phase in ihren Beutel und ziehen nacheinander Sachen raus und müssen irgendwann halt dann bestimmen, wann sie aufhören. Man kann eventuell generell oder auch am Ende dann das auch so machen, dass wir das koordiniert machen, dass also alle immer gleichzeitig eine Sache rausziehen, einfach nur damit man ein bisschen darauf reagieren kann, wann jemand aufhört. Das kann am Schluss nochmal wichtig sein wegen den Punkten. Aber es geht insgesamt natürlich sehr, sehr flott. Und man ist die ganze Zeit irgendwie involviert in das Spiel. Es gibt keine Downtime, es gibt keine Pausen, es gibt nichts, wo man irgendwie sich langweilt, sondern man ist die ganze Zeit am Kessel brauen und am gucken, ob irgendjemand anderen die Sachen um die Ohren fliegen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und die Zeit vergeht da wirklich wie im Flug.
Wie bereits beschrieben, ist dieses Zutaten im Beutel sammeln und dann rausziehen und die Sachen in den Kessel werfen wirklich die zentrale Spielmechanik. Und da kommt einfach so ein wahnsinnig cooles Push-Your-Luck-Element rein. Natürlich können wir unseren Inhalt beeinflussen und können den eben im Laufe des Spiels so adaptieren, wie wir ihn haben wollen. Aber es ist natürlich klar, dass auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit im Laufe des Spiels ich, wenn ich in den Beutel reingreife, eine Knallerbse rausziehe. Und am Anfang ist das noch nicht so wild, aber wenn ich dann schon 4 oder 5 da drin liegen habe, dann kann die nächste Knallerbse einfach meinen Kessel zum Explodieren bringen. Und das Problem ist dann kriege ich halt einfach nur die Hälfte der Sachen am Ende der Runde. Und das will ich natürlich vermeiden. Und ansonsten ist es auch natürlich noch wichtig, welche Zutaten ich rausziehe. Manche hängen davon ab, in welcher Reihenfolge sie kommen. Also eine gelbe Alraune zum Beispiel, wenn ich die rausziehe, dann hilft es mir, die letzte Knallerbse, die ich gezogen oder den Kessel gelegt habe, wieder rauszuwerfen. Die bringt natürlich nur was, wenn ich dann auch da im letzten Zug auch eine Knallerbse hingelegt habe. Und so ist quasi immer diese Spannung. Was ziehe ich als nächstes aus meinem Beutel? Und das ist wirklich kontinuierlich. Jedes Mal, wenn ich in diesen Beutel reingreife, ist dieses spannende Moment, was ziehe ich jetzt als nächstes raus? Und natürlich wird diese Spannung im Laufe einer Runde immer größer, weil ich immer näher dran bin, an diesem Explodieren des Kessels ranzukommen. Und dann ist wirklich die Frage, höre ich jetzt auf? Bin ich jetzt klug? Bin ich zurückhaltend und verantwortungsvoll? Und sage, ich lasse es einfach jetzt gut sein. Ich mache zwar nicht so viele Punkte, aber zumindest ist mein Kessel nicht in die Luft geflogen. Oder sage ich, komm, einmal greife ich irgendwie noch rein. Und dann hat man jedes Mal irgendwie diese Euphorie oder teilweise eben auch Nicht-Euphorie, was man dann daraus zieht. Und natürlich überträgt sich das auch die anderen. Also ich beobachte natürlich auch, was die anderen machen und auch die sind total mit Spannung dabei und greifen dann rein und ziehen irgendwas raus. Und das ist einfach toll, weil dieser sehr spannende Moment, der in dem Spiel erzeugt wird, halt die ganze Zeit passiert. Also es passiert halt mehrfach pro Runde und es wird auch in jeder Runde immer mehr, weil ich natürlich mehr Chips drin habe und mehr rausziehe. Und das ist wirklich total toll. Ich persönlich bin nicht besonders gut da drin. Ich überreize es meistens, weil ich irgendwann einfach nicht aufhören kann und dann sage, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt gerade die Dreier-Erbse da rausziehe? Gibt die ja in unterschiedlichen Wertungen oder Wertigkeiten. Und die Dreier-Erbse, das ist natürlich die schlimmste, die man rausziehen kann, aber die ist natürlich nur einmal drin. Aber ich habe oft das Glück oder das Pech, dass ich dann genau das Ding rausziehe. Und trotzdem macht das Spiel total viel Spaß, selbst wenn da mal irgendwas in die Hose geht. Das ist auch der nächste Grund, warum mir dieses Spiel so gut gefällt, denn auch wenn es im Kern ein Push-Your-Luck-Spiel ist, bei dem ich quasi in jedem Zug das Glück auf die Probe stelle, auch wenn ich unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten habe, dass ich eben was Gutes oder was Schlechtes rausziehe, ist das ganze Spiel nicht zu bestrafend. Also wenn mein Kessel dann explodiert, weil ich da mehr als 7 Knallerbsen von der Wertigkeit im Kessel drin habe, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Also ich bekomme trotzdem was. Ich muss mich halt dann entscheiden, will ich entweder neue Zutaten kaufen gehen oder möchte ich Siegpunkte. Ich kriege halt nicht beides. Aber es ist nicht so, dass ich komplett aus der Runde raus bin. Dazu gibt es ein paar Catch-up-Mechanismen und auch ein paar Möglichkeiten, wie ich dieses Glück mitigieren kann. Jeder hat so ein kleines Fläschchen und man kann, wenn man eine Zutat rausgezogen hat, mit der man nichts anfangen kann oder die das Risiko des Explodierens dann zu hoch macht, kann ich diese Flasche austrinken, dann drehe ich die auf die andere Seite und dann kann ich quasi den zuletzt gezogenen Chip wieder reinschmeißen. Das kann ich nicht machen, wenn in dem Moment mein Kessel schon explodiert ist, aber ich kann es quasi schon präventiv vorher machen. Und diese Flasche kann ich am Ende einer Runde mit Rubinen, die ich gesammelt habe, auch wieder auffüllen. Dazu kriege ich auch einen Nachteilsausgleich, wenn ich hinten liege. Da gibt es auf der Siegpunktleiste so Ratten und die Rattenschwänze trennen so die einzelnen Punktebereiche. Und dann gucke ich quasi immer, wie viele Rattenschwänze sind zwischen meinem Stein und dem Führenden. Und so viel kann ich dann meinen Rattenmarker am Anfang des Spiels schon ein bisschen nach vorne ziehen. Gibt auch eine andere Möglichkeit, dass ich einen Tropfen, ein weiteres Plättchen im Laufe des Spiels immer weiter nach vorne ziehe, wenn ich quasi das Ganze mir erkauft habe durch Rubine. Und so habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich zum einen im Laufe von jeder Runde zur nächsten Runde immer besser werde und einfach mächtiger werde, aber wie ich auch einen Nachteilsausgleich habe, sodass derjenige, der vorne liegt, nicht komplett wegrennt, sondern man immer noch eine Möglichkeit hat, da hinterher zu kommen. Und das sind alles verschiedene Mechanismen, die da noch mit integriert sind, die das Ganze nicht so bestrafend machen. Und das, finde ich, ist auch ganz wichtig, denn dadurch wird dieses Push-Your-Luck-Spiel auch wirklich zu so einem Freudenfest, weil wenn es zu frustrierend werden würde, dann hätten Leute wahrscheinlich nicht so Bock drauf. Der letzte Grund, warum mir die Quacksalber von Quedlinburg so gut gefällt, ist der Wiederspielwert. Man hat zum einen einen großen Stapel von Ereigniskarten, da wählt man dann 9 für die 9 Runden des Spiels am Anfang aus und in jeder Runde wird am Anfang so ein Ereignis umgedreht und dann passiert entweder ein Soforteffekt für alle Spieler oder es ändern sich so ein bisschen die Regeln für die kommende Runde und da ist ein ganz großer Stapel an Ereigniskarten drin, also hat man da quasi jeder Partie auch ein bisschen andere. Dazu kann man eine etwas anspruchsvollere Variante spielen, man kann sein eigenes Kesseltableau umdrehen und hat man auf der Rückseite sozusagen unten noch so eine ganze Reihe von Reagenzien, da sind verschiedene Boni drauf. Auch da lege ich einen Tropfenmarker drauf und wenn ich am Ende einer Runde mir einen Tropfenschritt kaufe, dann kann ich eben nicht nur im Kessel vorgehen, um mir quasi das Ganze dann für die nächsten Runden zu vereinfachen, da möglichst viele Punkte zu machen. Ich kann auch auf dieser Boni-Leiste unten entlang laufen
Und dann bekomme ich da verschiedene Sachen zu, irgendwelche Boni wie Siegpunkte oder andere Dinge, mit denen ich mir dann das Leben auch erleichtere, aber wo ich ein bisschen mehr planen muss. Also da muss ich schon ein bisschen mehr Grübelarbeit reinstecken und dann auch überlegen, für was entscheide ich mich da genau. Das Wichtigste für die Wiederspielbarkeit ist natürlich, dass es mehrere Zutatenplättchen gibt. Also es gibt insgesamt 7 verschiedene Zutaten, die man kaufen kann. Und bei jedem gibt es ein Plättchen, wo drauf steht, was eben die Spezialfähigkeit von dieser Zutat ist. Die haben auch alle noch eine Rückseite. Und dann gibt es noch ein zweites Set mit einer Vorder- und einer Rückseite. Also es gibt quasi 4 verschiedene Varianten für die meisten der Zutaten. Die kann man entweder in verschiedenen vorgegebenen Sets spielen oder man kann sie auch wild durcheinander mischen. Und so hat man natürlich immer neue Interaktionen zwischen den verschiedenen Plättchen. Man kann auch wirklich in jedem Spiel eine andere Strategie ausprobieren. Es ist auch tatsächlich so, dass so das Einsteiger-Szenario so am einfachsten ist. Da sind diese Effekte am einfachsten zu begreifen und auch zu verwenden. Und dann, wenn man die etwas schwierigeren Sachen nimmt, kann man auch die Komplexität ein bisschen nach oben schrauben. Und wem das immer noch nicht genug ist, der kann mittlerweile sich 2 verschiedene Erweiterungen schon kaufen. Es gibt die Kräuterhexen und es gibt die Alchemisten. Da gibt es noch weitere Zutaten. Man kann auch einen 5. Spieler mit dazu nehmen. Man kann dann auch tatsächlich Patienten erwerben, die man dann versucht zu behandeln. Und da steckt dann noch viel mehr drin. Und das Schöne ist, das Ganze ist ja auch zum Kennerspiel des Jahres gekürt worden. Dadurch ist die Auflage sehr groß gewesen und der Preis dann irgendwann auch gefallen. Und mittlerweile kriegt man sowohl das Grundspiel als auch die Erweiterung wirklich für einen sehr, sehr guten Preis. Und gerade wenn ihr das Bundle habt und alles zusammen habt, dann habt ihr wirklich eine Menge Spielspaß und da sind wirklich sehr, sehr viele tolle Spiele der Ande garantiert. Das waren meine 5 Gründe, warum ich die Quacksalber von Quedlinburg so schätze, warum ich das für ein ausgezeichnetes Familienspiel halte und warum es eines meiner Lieblingsspiele ist. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann!